Hallo Tristan, hier ist Bella nochmal. Ja, ich wollte eigentlich meine Spielschulden bezahlen. Du weißt schon, die Fahrt auf dem Roller. Ja, aber irgendwie erreiche ich dich nicht. Ich stehe hier vor dem Haupteingang, also melde dich doch einfach mal. Hey, hier bin ich. Hast du meine Anrufe gar nicht bekommen? Wir waren doch verabredet. So, ja. Entschuldige. Lass uns hier gleich verschwinden. Tristan, was ist los? Was soll los sein? Jetzt komm endlich. Du bist so anders. Sag mal, wie kommst du eigentlich darauf, dass du mich kennst? Okay, bevor wir losfahren, muss ich dich was fragen. Es stimmt sicherlich nicht, dass du fast deine Schwester vergewaltigt und versucht hast, Andi umzubringen. Bitte? Vergiss die Spielschuld, das ist ein Quiz. Was machst du denn schon hier? Inventur. Inventur. Herr Olli hat gemeint, es wäre eine gute Gelegenheit, da wir ja heute erst am Nachmittag öffnen. Soll ich später weitermachen? Ja, mach mal. Hey, wir haben noch geschlossen. Ich weiß, ich wollte zu ihm. Ich wüsste gern, was los war. Los ist. Ich mach da mal Pause. Erklär's mir. Was willst du denn hören? Dass ich alles zugebe oder dass alles nur üble Verleumdung war? Ich würde gern die Wahrheit hören. Welche Wahrheit? Soweit ich weiß, gibt's nur eine Wahrheit. Dann weißt du nicht viel. Jeder hat seine eigene Wahrheit, weil jeder nur das sieht, was er sehen will. Dann warst du also nicht in deine Schwester verliebt und hast nicht versucht, Andi umzubringen? Anscheinend kannst du dir das sehr gut vorstellen. Kann ich nicht. Nur wenn du so komisch reagierst, dann weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich denken soll. Ich kenne dich irgendwie anders. Hey, Dana. Sag mal, ist Jessica da? Nee, leider nicht. Naja, dann ist es egal, schon. Hey, ist alles in Ordnung? Ja. Jessica will unbedingt mit Tanja auf so eine Geschäftsreise nach Dubai. Und Hagen findet, dass das vielleicht in ihrem Zustand zu anstrengend sein könnte. Naja, jetzt wollte ich mal mit Jessica reden. Du weißt ja, wie stur sie sein kann. Und Hagen hat im Moment echt schon genug Sorgen. Sein Vater, also er hat gestern erfahren, dass er an Krebs erkrankt ist. Sieht schlecht aus. Oh, das tut mir leid. Naja. Hast du gesagt, er hat es gestern erfahren? Ja. Tristan auch? Ludwig hat es der ganzen Familie gesagt, ja. Weißt du zufällig, wie Tristan das aufgenommen hat? Also Hagen hat mir nur gesagt, dass es ihn ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also schwer an ihn ranzukommen gerade. Ja, wir haben ihn im No Limits getroffen, Andi und ich gestern, weißt du, eine Runde gepokert. Und dann haben die beiden sich so richtig gestritten. Das... Ja gut, das kommt ja öfter vor. Ja. Aber danach hat mir Andi noch so eine Geschichte erzählt von Tristan und seiner Schwester. Weißt du was darüber? So was fragst du ihn besser selbst, echt? Tristan? Was willst du hier? Ich will mit dir reden. Ich kann mir schon denken, worüber.
Nein, es ist egal, was damals passiert ist. Vielen Dank, auch. Ich habe das von deinem Vater gehört. Und ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Tatsächlich. Ich habe dir doch erzählt, dass meine Mutter an Krebs gestorben ist, als ich 12 war. Ich kenne diese Scheißangst vor dem Abschied. Und ich wollte damals auch mit keinem darüber reden. Immer wenn ich gesehen habe, wie sie gelitten hat, dann habe ich gedacht, ich habe kein Recht, auch Schmerz zu empfinden. Aber das war falsch. Man darf den Schmerz rauslassen. Du weißt, wo du mich findest. Ja, das dann.